Die Spandauerinnen sind auch am 10. Spieltag der Wasserballliga nicht zu schlagen und setzen sich mit 23:14 klar gegen den SV Bayer Uerdingen durch. Wir haben heute wie immer unsere Schnelligkeit ausgenutzt, das hat gut geklappt. Zunächst tut sich das Team von Markus Stamm in Schwarz schwer, gegen die Gastgeber ein Spiel zu finden. Die Damen aus Uerdingen nutzen diesen Schwachpunkt regelrecht aus und ziehen mit 3:1 davon. Aber die Berlinerinnen lassen sich nicht unter Druck setzen und bekommen so langsam Tempo ins Spiel. Vor allem Emma Koch, denn diese führt die Spandauerinnen mit ihrem Treffer zum Gleichstand. Bereits wenige Minuten später netzt Gesa Deike schließlich zur ersten Führung des amtierenden Meisters ein. Zur Halbzeit liegen die Gastgeberinnen mit 8:5 in Front. Wir haben gemerkt, dass wir nicht so viele Spiele gegen stärkere Gegner in letzter Zeit hatten und haben uns ein bisschen schwer getan, da reinzufinden. Gerade durch die Ballgewinne auf Seiten der Spandauerinnen kommen die Damen aus Uerdingen nicht zum Zuge und müssen erneut einen 3:0-Lauf des Tabellenführers hinnehmen. Die Berlinerinnen spielen fokussiert ihre Stärken aus, zeigen insbesondere durch die Tore der Stammspielerin Belen Vosseberg und Gesa Deike, was sie offensiv sowie defensiv zu bieten haben, und setzen ihre Erfolgsserie fort. Mit 6 Treffern ist Gesa Deike an diesem Spieltag die beste Torschützin. Doch das ist nicht der einzige Grund zur Freude. So eine EM-Quali zu spielen, macht immer mega viel Spaß. Und jetzt auch wieder mit anderen Mädels zusammenzuspielen. Ich freue mich auf die Vorbereitung, damit wir dann alle zueinander finden. Denn vom 17. bis zum 20. Februar findet das EM-Qualifikationsturnier der Gruppe A in Bukarest statt. Die deutschen Damen treffen dort in ihrem Fünferfeld neben den Gastgeber auf die Slowakei, die Ukraine und Irland. Um sich für die anstehende Europameisterschaft in Kroatien zu qualifizieren, muss die DSV-Auswahl mindestens Rang 2 belegen. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber Herausforderungen machen Spaß und die nehmen wir an. Und wir wollen da auf jeden Fall mit Siegen rausgehen und die Quali schaffen. Doch bevor das erste Qualifikationsspiel am 18. Februar gegen die Slowakei ansteht, geht es für Vosseberg und Deike erst einmal mit altbekannten und neuen Gesichtern der deutschen Nationalmannschaft ins Trainingslager.